gefragt nach unserem Lieblingsgegenstand, muss ich das Victorinox Alox Limited Edition von 2018 nehmen, weil ich es am Wochenende gerne dabei habe, quasi nicht als EDC, sondern als Wochenend-DC. Man sieht es ihm ganz bisschen an, dass ich es eben wirklich auch brauche. Das ist das Pionier mit 93 mm Serie. Ganz feines Teil. Und das ist, ich habe ja viele Sachen, viele Messer fürs Grobe, aber keine Taschenmesser, die, wenn man auch mal einen Anzug anhat oder so am Wochenende. Und wenn man dann eben sowas rausholt, dann ist das alles, wie man so schön sagt, gesellschaftlich, sozialverträglich und so weiter. Und wird gern gesehen, wenn man dann damit mal eben eine Flasche aufmacht oder ein bisschen was schnippelt, was gerade sein muss. Von daher also, Klaus, das ist meine Videoantwort, kurz und bündig. Das habe ich sehr gern. Unter der Woche habe ich allerdings hier mein Champion, was im Grunde eine Werkzeug Tasche ist im Taschenformat. Das sichere ich übrigens nur mit so einem Stoppernot hier, so dass ich den ganz einfach rausziehen kann. Und tragen tue ich das, dieses Messer horizontal. Das jetzt mal gerade hier in einer selbst genähten Lederscheide, die mich mit einem Knopf hier verriegeln kann. So einfach. Und man schaut jetzt an mich herunter. Und dadurch, dass es horizontal ist, habe ich diesen dicken Klotz hier nicht in der Tasche. Und kann man schön mit dem Pullover so abdecken. Und auch der ist sozialverträglich. Denn ich arbeite, wie viele ja schon wissen, im Kindergarten. Und da ist Sozialverträglichkeit durchaus ein Argument. Also, werktags das Champion, Swiss Chambers Champion, weil echt, da kann man Schilder anschrauben, Fotos hinterlegen und so weiter. Im Kindergarten überall mal, wenn irgendwo eine Schraube locker ist oder was. Und hier am Wochenende dieses schöne, edle Teil. Gut, Klaus. Dann alles Gute.